Moin allerseits, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich werde euch heute mal mitnehmen, so einen kleinen Rundgang durch den Garten machen und was ich so vorhabe dieses Jahr. Ich weiß, es ist lange her, ich glaube seit August oder so letzten Jahres habe ich das letzte Video hochgeladen. Es hat sich auch einiges getan in meinem Leben und das werde ich euch heute alles erklären. Und dann würde ich sagen, kommt einfach mal mit. Ja, fangen wir kurz im Wintergarten an. Ihr seht ja hier hinten den Ofen, den habe ich jetzt angebaut. Den darf ich so verwenden, wie er ist. Das heißt, im Winter habe ich es hier echt mal ein bisschen wärmer. Ich brauche auch nur zwei, drei Scheite Holz reinmachen, das ist das Ding hier voll warm, weil der zu groß ist für so einen kleinen Raum. Aber der Schornsteinfeger hat es abgenommen, denn ich habe ihm erklärt, was ich hier vorhabe. Das werde ich euch dann auch gleich noch erklären, weil das eins meiner Punkte ist. Und ansonsten habe ich mir hier noch halt, das ist schon vor 2 Jahren, habe ich mir ein Dartboard aufgebaut, um mal ein bisschen nebenbei Dart zu spielen. Jahrelang gerne selber Dart gespielt. Einen neuen Tisch habe ich hier drin und ansonsten, hier drin wird dieses Jahr nicht viel passieren. Ja, dann kommen wir hierher. Das ist jetzt die Terrasse, die kennt ihr noch, die haben wir hier mal erweitert, wo war die, ich weiß nicht, sind das Lebensbäume gewesen oder so? Keine Ahnung. Die haben wir ja rausgenommen und die werden wir jetzt komplett abreißen. Die werden wir nämlich komplett nach außen erweitern, auch in die Richtung ein bisschen erweitern. Und dann wird hier neu überdacht. Wir werden das Dach ein bisschen abändern, also ein bisschen kürzen, dass wir wirklich rauskommen mit dem Ganzen hier. Das ist wirklich ein Hauptding, was ich mir dieses Jahr vorgenommen habe. Ich werde bis zur Kante von meiner Werkstatt rangehen, dann bis zur Kante von dem hier, also hier so eine, ich glaube 16 Quadratmeter habe ich mir ausgemessen ungefähr. Und die soll dann komplett überdacht werden. Und da werde ich mir dann, naja, so eine Art Terrasse bauen mit Veranda. Da möchte ich denn gerne, sagen wir mal, ich bin auch ungefähr auf der gleichen Höhe hier. So in der Höhe wird eine Art Zaun sein. Hier vorne kommen dann die Treppen rein. Und die Fenster sollen später zugemacht werden können. Das heißt, ich will einsetzbare Fenster haben, die dann auch ein bisschen was abdämmen. Und das Dach soll dann auch lichtdurchlässig sein. Das heißt, ich muss mal gucken, was ich da nehme, weil so eine einfache Plattenbelegung ist natürlich scheiße. Und, sag ich, wie es ist. Und Doppelstegplatten oder Dreifachstegplatten mit UV-Schutz in allem sind natürlich schon sehr teuer. Aber ich werde erstmal gucken. Das heißt, ich muss hier erstmal einen Baumstamm rausnehmen, muss ein Fundament hier fertig machen. Ich werde so eine Art Ringfundament fertig bauen, wo ich dann entweder ein Holzboden, Kiesboden, Steinboden, ich weiß es echt noch nicht. Hinten in der Ecke muss ich auf jeden Fall aufmachen. Da muss ich einmal unten lang den ganzen Schlauch neu reißen, weil der einmal von drin, wo die Pumpe ist, unter dem ganzen Beton lang geht. Also da habe ich diesen Sommer einiges zu tun, aber das liegt mir sehr am Herzen, dass ich das fertig kriege. Da werde ich euch dann auf jeden Fall so mitnehmen, dass das so wie eine Art Tagebuch sein wird. Ich werde immer wieder die Kamera anhaben. Es kann sein, dass ich mal was nachvertone oder direkt spreche. Ich habe jetzt auch ein neues Mikrofon. Ich weiß nicht, ob ich das euch mal zeigen kann. Das ist hier so ein Funkmikrofon. Das heißt, es erspart mir auf jeden Fall sehr viel Zeit, was das Schneiden der Videos angeht. Ich glaube, ich habe eine Ersparnis von über 1 Stunde Videoschnitt. Also das hilft mir auf jeden Fall. Das heißt, ich kann auch wirklich wieder viel mehr drehen. Gut, das ist ein Projekt, was mir sehr am Herzen liegt, was ich dieses Jahr auch, wenn ich schaffe, fertig kriegen will. Und da werdet ihr mit bei sein. Das wird auf jeden Fall gedreht. In wie vielen Teilen kann ich leider nicht sagen. Ich nehme euch einfach mit. Dann gehen wir einfach mal weiter hier. Ja, diese Ecke müsstet ihr eigentlich auch noch kennen. Da hatte ich vorletztes Jahr hatte ich hier richtig schön Gemüse mit Kartoffeln und allem möglichen angebaut. Und ich habe letztes Jahr gesagt, ich mache gar nichts. Jetzt muss ich das Ganze wieder fertig machen, denn dieses Jahr möchte ich Gemüse anbauen. Was ich da anbaue, werde ich euch auf jeden Fall in einem kurzen, separaten Video nochmal zeigen. Es wird nicht viel sein, es wird nur so ein bisschen, dass ich nebenbei wieder was mache, weil ich habe letztes Jahr gemerkt, es fehlt mir doch wirklich diese Arbeit im Garten mit dem Gemüseanbau, die selber versorgen. Selbst die Kinder haben schon gefragt, ob wir dieses Jahr wieder was machen und ich habe gesagt, ja komm, dieses Jahr machen wir wieder ein bisschen was. Also werden auf jeden Fall Tomaten und Gurken und sowas bei sein, so die Standardgemüse. Ich werde auf jeden Fall ein bisschen was anderes ausprobieren von der Anbauart. Das Ding hier werde ich vielleicht machen als normales Gemüsebeet, aber ich habe halt noch andere Ideen, die ich mal so
ausprobieren, wenn man testen will. Da hinten die Bäume, die kommen auf jeden Fall jetzt raus. Dann will ich darauf nochmal schauen, ob ich da Mais anbauen kann. Ja, mein ganzen Kompost, der kommt auch noch weg, der kommt dann auch hier komplett rein. Und dann schauen wir, dass wir dieses Jahr was hinkriegen. Weil jetzt wird es ja so langsam milder, sage ich mal. Es wird noch nicht warm, aber es wird milder. Es wird mit Sicherheit nochmal Frost kommen, aber dadurch, dass jetzt schon einige Temperaturen über 10 Grad gewesen sind, fangen auch die Bienen wieder an zu fliegen. Leider habe ich auch Verluste gehabt. Da mache ich aber auch, das schaffe ich hoffentlich heute noch. Vielleicht ansonsten morgen drehe ich das Video ab. Zu meinen Bienen. Verluste, Erfolge, ja, das werde ich dann erklären, würde ich sagen. Aber es geht auf jeden Fall dieses Jahr, zweite Sache, die mir sehr am Herzen liegt, meine Bienen. Darum werde ich mich um einiges mit kümmern. Da werdet ihr wieder bei sein. Und der Gemüsegarten, wie gesagt, ist halt so nebenbei. Schwenken wir mal rüber zu unserem Hühnerstall. Ja, hier im Hühnerstall, da seht ihr, mein Rasenmäher steht hier, Fahrräder stehen hier drin. Tür ist offen, keine Hühner. Was ist hier los? Gar nichts. Nein, wir haben unsere Hühner, sind auch nicht tot, keine Angst. Wir haben die Hühner unseren meinen Schwiegereltern gegeben. Ich möchte gerne den Stall abreißen und was Neues hinbauen. Wann ich das schaffe, weiß ich noch nicht. Aber ich möchte den Hühnern gerne mal ein bisschen was Komfortableres geben. Und auch für mich ein bisschen was Besseres, dass ich reingehen kann und nicht hinten irgendwo hinkriechen muss, um die Eier rauszuholen. Deswegen habe ich mir gesagt, bevor wieder Hühner kommen, muss das hier einmal schick werden, weil die sollen es natürlich auch gut haben. Also ist das erstmal Abstellraum für Gerätschaften. Und wenn wir mal in die Richtung so gucken, da sieht man natürlich noch das Spielhaus der Kinder. Das müssen wir mal ein bisschen vernünftig machen wieder. Unser Weihnachtsbaum liegt da hinten auch noch. Ich muss das Hochbeet wieder in Schuss kriegen. Die Sandkiste hier mit den Steinen, die haben wir abgerissen. Da machen wir jetzt eine Holzsandkiste hin, die habe ich hier hinten stehen. Das ist dann diese hier, die werde ich einlassen und dann haben die Kinder da wieder was, wo sie auch vom Haus oben spielen können. Das wird plan gemacht, wird eine Rasenfläche werden. Hier neben dem Hochbeet, da habe ich eine Himbeere. Die wird dann schön mit eingearbeitet als Strauchgewächs für, wie heißt es schon, unsere Terrasse, so ein bisschen Hochrang und alles. Die Baumreihe, die wird irgendwann mal abgerissen. Ich weiß noch nicht wann, weil wir müssen erstmal einen Zaun machen. Das mache ich mit meinem Nachbarn zusammen. Aber den kleinen Baum vor der Rutsche, den werde ich schon mal abnehmen, damit die Kinder natürlich rutschen können, weil der einfach komplett den Rutschbereich einnimmt. Das wird dann weggejagt. Hinter dem Haus, da liegt noch unser ganzer Schütthaufen, der muss weg. Dann kann man da auch wieder was Schönes machen. Ich habe ziemlich viel Moos hier drin. Ich werde auf jeden Fall, ich kann das ja mal zeigen. Ich habe hier ziemlich viel Moos drin, wenn man hier so schaut. Und den werde ich auf jeden Fall vertikutieren. Das werde ich dann im ganzen Garten machen, das Vertikutieren auch da hinten drin, wo ich überall rankomme. Dann werden wir nochmal Rasen sehen. Ich habe auch schon wieder hier voll die coolen Landschaft. Ich habe auch schon mal aufgefüllt. Ich weiß nicht, warum das immer wieder absackt. Na, egal. Dann werden wir hier unsere Quitte noch mal ein bisschen schneiden, weil man sieht, dass hier wirklich ein bisschen runterhängt und die ganzen Äste, sowas wie diesen hier, der so nach drinnen wächst, das muss alles rausgeschnitten werden. Das werden wir dann auch jetzt im Frühjahr machen. An meiner alten Terrasse die Weintraube, wenn ich die Terrasse neu mache, die kommt ganz weg. Ich habe noch eine Birne da stehen, mein Pfirsich, den muss ich machen, vorne die Blaubeeren, die werden komplett runtergeschnitten. Das ist eine davon, die habe ich komplett zurückgeschnitten und die wächst auch echt. Nach einem Jahr hatte ich schon wieder gut was dran. Also ein paar ein paar Blaubeeren sind auch schon wieder dran gewesen. Das müssen wir natürlich alles hier erstmal wieder schick machen. Und wie gesagt, die anderen, das sind jetzt noch drei Stück, die werden wir komplett runterschneiden. Die werden dann im nächsten Jahr wieder hochkommen und dann haben wir einen schönen frischen Busch. Ja, einige wissen noch, wie es hier vorher aussah, mit meiner kleinen Insel hier drin und einem Weg, den ich gebaut habe. Jetzt haben wir da noch unsere Mirabelle stehen. Da hinten ist unser Apfelbaum, der hochkommt. Und der wächst auch ganz gut, da waren noch gut Äpfel dran letztes Jahr. Ich habe den Apfelbaum mit Steinen eingekreist. Das wird aber dann nochmal im separaten Video alles gezeigt, wie ich das gemacht habe. Und hier werden wir jetzt auch noch schick machen, Pflanzen einsehen und Kräuter einsehen. Da wird noch einiges passieren. Aber ich habe mir hier auch noch eine kleine Terrasse gepflastert.
Dafür habe ich einfach einen, ich habe einfach einen Kreis ausgehoben, erstmal ungefähr 15 cm tief, nee, gar nicht wahr, 20 cm tief bis 25. Hab dann den Boden erstmal wieder verdichtet, hab dann Rollsplit reingejagt oder Split halt und hab das auch nochmal verdichtet ein bisschen und hab dann diese kleinen Rundsteine raufgepackt in so eine Art Wabenmuster. Und das Wabenmuster habe ich, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das im inneren Kopf war oder so, dass ich das haben wollte. Aber das habe ich jetzt so gemacht und mir gefällt es ganz gut. Die Steine habe ich von meinem Nachbarn geschenkt gekriegt. Danke nochmal dafür, weil er die nicht mehr brauchte. Und so haben wir jetzt eine kleine Mini-Terrasse, dass wir auch mal vorne sitzen können, wenn hinten die Sonne überall raufknallt und man doch ein bisschen Schatten braucht. Ja, und wie man sieht, das hier ist jetzt nicht ganz so schön. Hier haben wir ein bisschen Gras oder Schilf oder wie sich das nennt, da ein bisschen Minze. Vorne vor habe ich Heide gepflanzt, das will ich noch einmal komplett rummachen. Da so ein kleines Kräuterbeet, das wird auch nochmal frisch gemacht. Da hinten drin ist ein Ahorn. Hier soll dann die Heide weiterlaufen. Hier drin vorne werden wir ein paar Pflanzen setzen. Was ich da mache, weiß ich noch nicht genau. Vielleicht einfach nur ein paar Blumen für die Bienen. Und das geht dann bis da hinten hin. Und da habe ich jetzt letztes Jahr schon Pflanzen reingebracht. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Ja, wenn man genau hinsieht, es kommen auf jeden Fall schon Pflanzen raus. Auch in verschiedenen Farben. Aber was das jetzt genau war, das kann ich nicht mehr sagen. Das haben wir auf irgendeiner Messe mitgenommen. Ja, das ist erstmal so ein grober Durchsicht. Das ist erstmal so eine grobe Durchsicht oder ein grober Durchblick von meinem Garten und wie es im Moment dieses Jahr läuft oder laufen soll. Zwei Projekte habt ihr schon gesehen, die mir am Herzen liegen, die ich auf jeden Fall dieses Jahr fertig kriegen will. Hinter der Folie ist das nächste. Einige von euch kennen das wahrscheinlich schon. Dahinter, die Folie ist eigentlich nur, damit es ein bisschen den Wind abhält. Dahinter ist meine Außenküche und mein Barbecue-Kanal. Ja, und ich habe euch jetzt einfach mal mit hier reingenommen. Mein Logo hier und meine Außenküche, wie ich die gebaut habe, habe ich euch ja schon gezeigt. Den Download-Link müsstet ihr auch haben, falls ihr das nachbauen wollt, das Ding. Ich glaube, ich habe damals irgendwie um die 250 Euro fürs ganze Material bezahlt, habe hier wirklich eine riesige Arbeitsfläche. Und ich muss sagen, die Arbeitsfläche dafür, dass die nur für drinnen gedacht ist, hält die hier schon das zweite Jahr fast durch. Klar, die fängt jetzt an, irgendwann aufzuplatzen, aber wenn man die immer schön einölt, dann hält die wirklich lange. Auch draußen, muss ich echt sagen, ist schon wirklich geil. Wird aber wahrscheinlich dann mal bald wieder ausgetauscht. Zum ersten Mal dann. Ja, hier drin grill ich halt meine ganzen Sachen, die ich für einen Barbecue-Kanal habe. Wer ihn kennt, weiß ja, was ich so mache. Wer ihn nicht kennt, kann ja gerne mal in dem Kanal schauen. Art of Barbecue heißt er. Da ist das Schild. Ich will mal schauen, ob wir hier vielleicht die Decke erneuern und an der Seite hier, so da mal rüber schaut. Ich habe ja hinten diese Bambusmatten, dass wir die hier nochmal ran machen, dass es so provisorisch erstmal schick wird. Denn wir werden, oder der Plan ist zumindest, dass ich zwar in diesem Bereich grille, aber dann auf der neuen Terrasse so diese ganzen mit der Küche und alles anrichte und zeige, weil es dann einfach wirklich gemütlicher aussehen wird und schöner ist und auch später wärmer ist. Weil manchmal haben wir hier wirklich minus 8 Grad gehabt und haben es mit dem kleinen Kamin hier hinter mir gerade mal geschafft mit dem Folien, dass wir auf minus 4 Grad das Ganze hier aufwärmen konnten. Und es war doch wirklich arschkalt. Ja, das ist jetzt erstmal das, was ich so auf die Schnelle euch zeigen wollte, damit ihr wisst, ich bin doch noch da und der Kanal hier nicht brach liegt. Das sind auch die drei Projekte, also die Terrasse, meine Bienen auf jeden Fall. Es wundert mich sogar, dass da was überlebt hat. Aber wie gesagt, das erkläre ich euch in einem anderen Video. Ich versuche das heute noch abzudrehen oder morgen. Ist dann halt die Küche hier oder halt mein Barbecue-Kanal, weil es macht mir sehr viel Spaß am Grill oder allgemein irgendwie wieder zu kochen. Also gerade auch als gelernter Koch, mir fehlt das irgendwie. Aber um noch die Erklärung abzugeben, warum jetzt wieder so lange nichts kam. Ich habe im August, mein letztes Video hochgeladen. Und es war ja das, wo ich sagte, dass es kein Schnaps-Video mehr geben wird, weil ja das Gesetz sich geändert hat. Gut, jetzt habe ich dann im November auch noch einen neuen Job angefangen. Und bin seitdem immer so im Raum Norddeutschland unterwegs, um halt Anlagen aufzubauen. Und bin in der Woche dann eigentlich seltener zu Hause. Gut, jetzt passt es gerade. Aber ich musste da erstmal klarkommen, weil ich muss auch viel lernen wegen Zertifizierung und sowas. Gut, Schnickschnack interessiert keinen, aber
Das war so ein Grund, da musste ich mich erstmal einarbeiten. Ich habe auch noch Probezeiten, deswegen kam nichts. Auch wegen dem Barbecue-Kanal, weil ich mich entscheiden musste, wo setze ich meine Kraft in der Zeit rein. Und das war ganz klar der Barbecue-Kanal. Und jetzt geht es hier auch wieder los. Ich hoffe, ihr werdet wieder mit dabei sein. Und ja, dann werde ich mal zusehen, dass wir jetzt ein paar Projekte haben. Es gibt sogar noch was, was ich zwischendurch machen will. Siehst du, das habe ich vergessen. Und zwar bin ich ja auch so ein bisschen Geocacher und ich möchte meine ersten eigenen Caches verstecken. Und da müssen wir noch ein bisschen basteln für. Also ein paar, ich möchte ein TB-Hotel, für den ihr was sagt, also Trackable-Hotel möchte ich bauen. Und da werde ich dann euch auch mal mitnehmen und schauen mal, wie das wird. Für heute reicht das erstmal. Ich werde jetzt zusehen, dass wir wieder ein paar vernünftigere Videos bringen, als nur so einen Durchgang wie diesen hier. Und ich hoffe, ihr bleibt dabei. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin reingehauen.